So, meine Damen und Herren, wir sind am Beginn des Finales und vielen Dank, dass Sie auch ja in diesem Abschlussplenum am Mittag Interesse haben. Sie sehen, die Perspektiven bis Wochenende sind, wie es im Moment, wenn Sie nach oben gucken, besser als gestern Abend im Wetterbericht. Insofern, die Sonne scheint. Und aber vorher können wir vielleicht noch ein paar spannende Fragen hier austauschen, bevor Sie dann oder wir alle uns gemeinsam in das wohlverdiente Wochenende begeben. Wir sind hier oben zu dritt, genauer gesagt zu zweit, denn ich moderiere das ja nur und darf Ihnen also hier vorstellen, einmal Herrn Hermer Summer. Er ist Richter am Oberlandesgericht in Koblenz und von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite Herr Dr. Jan Bonhage. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei Hengeler Müller. Und die Idee dieses Plenums ist, dass einfach wir mal einen Blick nochmal werfen auf spannende Entscheidungen, die wo immer auch im Einzelnen getroffen wurden, die vielleicht doch von Interesse sind für diesen ganzen Vergabethema insgesamt. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass Herr Dr. Bonhage beginnt, einige Dinge nennen wird und dass wir dann auch durchaus, wenn Sie, weil das ja Einzelfälle sind, Anmerkungen haben, dann also die Hand heben und dass wir dann möglichst bald dann auch in ein gutes Gespräch kommen. Dann kommt die zweite Runde mit Herrn Summer und dann, glaube ich, wird es so lebhaft, dass Sie mit der notwendigen Dynamik dann in das Wochenende starten können. So. Vielen Dank und Herr Dr. Bonhage, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, in der Tat, vielen Dank, dass Sie zu diesem Plenum alle noch erschienen sind. Unsere Idee ist nicht, jetzt Jura am Hochreck zu machen, auch wenn es heißt, aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts, sondern Themen, die in Entscheidungen kamen, zum Anlass zu nehmen, dort auch möglichst konkret dann zu überlegen, was machen Sie jetzt als Auftraggeber oder auf Auftragnehmerseite damit. Ich habe mal vier Entscheidungen ausgewählt. Ob wir vier machen oder nur zwei, hängt von der Diskussion ab. Deshalb in der Tat kommen Sie direkt mit Fragen rein. Das erste Thema, das ich ausgesucht habe, ist Rabatte bei Zuschlag auf mehrere Lose. Eine Entscheidung des OLG Frankfurt aus diesem Jahr. Konstellation wie folgt. In dem Fall ging es um Siedlungsabfälle, Entsorgungsaufträge, ausgeschrieben in fünf Losen. Der Auftraggeber hatte sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht und schon überlegt, bei fünf Losen, gerade auch ähnliche Leistungen, ist immer interessant, wenn mir die Bieter nicht nur Angebote aufs Einzellos abgeben, sondern auch schon sagen, würden Sie vielleicht in den Konditionen nochmal etwas verändern, wenn Sie den Zuschlag auf mehrere Lose bekommen. Er hatte also in der Tat in den Bewerbungsbedingungen gleich formuliert, Preisnachlässe, die für den Fall gewährt werden, dass mehrere Zuschläge erteilt, also auf Zuschlag auf mehrere Lose erteilt werden, fließt ein und hatte sich auch schon Gedanken gemacht, wie das in die konkrete Bewertung einfließt. Situation war dann so, ein Bieter hat sich beteiligt auf alle Lose mit seinem Hauptangebot, lag er unter einem Wettbewerber, hatte aber gesagt, wenn ich auch den Zuschlag auf die anderen Lose bekomme, räume ich den Rabatt ein und das rabattierte Angebot lag über dem, also besser, günstiger als das Angebot des Wettbewerbers. Was hat das OLG Frankfurt damit gemacht? OLG Frankfurt hat gesagt, ja, wir haben hier widerstreitende Punkte. Zum einen haben wir die Vorgabe, kleine und mittelständische Unternehmen sollen sich beteiligen können, deshalb Losaufteilung, aber der Schutz geht nicht so weit, dass ich in der Wirtschaftlichkeit zurückfahren muss. Deshalb haben wir keine Bedenken dagegen, den Zuschlag zu erteilen, wie es hier steht, Zuschlag zu erteilen, auch für den Fall, dass ich erst durch den rabattierten Preis das günstigste Angebot habe. Hat allerdings, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, in der Zukunft noch für viel Diskussionen sorgt, eine Voraussetzung formuliert, vorausgesetzt, dass die rabattierten Angebote jeweils im Einzellos die günstigsten sind. Also nur,
wenn ich in dem konkreten Los mit dem Rabatt das günstigste bin, nicht. Und das ist eigentlich dann noch ein zusatzspannender Fall, wenn ich zum Beispiel zwei Lose habe und in der Kombination günstiger bin als die jeweils Einzelbieter. Gerne schon Fragen dazu, wenn nicht Fragen, dann direkt, was mache ich damit jetzt als Auftraggeber und Auftragnehmer? Als Auftraggeber ganz konkret, ich glaube, es ist gut, diese Konstellation vorzudenken. Ich glaube, es ist vorteilhaft, auch schon in die Bewerbungsbedingungen so etwas hineinzuschreiben, entsprechend auch das Preisblatt schon auszugestalten, dass ich Rabatte anfragen kann. Also so ähnlich wie das hier Auftraggeber gemacht hat, schon in die Bewerbungsbedingungen reinschreiben und mir vorher überlegen, es gibt sogar Auftraggeber, die machen das auch, erklären mal in der Formel, was passiert, wenn der eine mit Beispielzahlen, der eine bietet 100 normal und rabattiert 80 und ein anderer ist normal dazwischen mit 90, wer kriegt dann den Zuschlag? Was mache ich als Auftragnehmer damit? Als Auftragnehmer, wenn ich Interesse habe, an mehreren Losen teilzunehmen, Interesse habe, Rabatte zu gewähren, sehe, da ist im Preisblatt nichts vorgesehen, gleich am Anfang Fragen stellen. Das würde ich immer machen, wenn dort nichts steht, ob ich Rabatte anbieten darf, hat man immer Schwierigkeiten. Sind das jetzt Varianten, sind das Abweichungen, mache ich ein Nebenangebot, das vielleicht nicht zulässig ist. Also das als ganz konkreter Tipp. Ein Punkt, der ungeklärt ist, wenn Sie sich die Konstellation vorstellen, jemand hat auf zwei Lose geboten, rabattiert, sagen wir 100 und 120, Toto 220, ein anderer, zwei Einzelbieter haben geboten, einmal 130 sind da drunter und beim anderen sind sie mit 110 besser, in Toto wären das 240. Nach der OLG Frankfurt-Entscheidung ist das noch nicht entschieden, im Einzellos war der nicht besser, dürfte man nicht den Zuschlag erteilen, aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ist das ein etwas befremdliches Ergebnis. Deshalb, ich glaube, dort wird noch ein bisschen weitere Musik spielen. Tendenz, glaube ich, bleibt, Losaufteilung soll KMUs eine Chance geben, teilzunehmen, aber soll sie nicht davor schützen, dass jemand, der größer ist oder zwei, die sich zusammentun, auch Rabatte anbieten können und damit für die öffentliche Hand insgesamt wirtschaftlich anbieten. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, Kritik anderer Sicht? Wenn das noch nicht der Fall ist, gehen wir einfach mal weiter und gerne auch, wenn Sie noch auf die Themen nochmal zurückkommen wollen, gerne dann auch später weiter zurück. Nächste Entscheidung, die ich mir ausgeguckt habe, das ist, da gehe ich in Ihr Revier, also besonders gefährlich, schwierig. Das ist eine Entscheidung des OLG Koblenz. Herr Sommer ist ja Vorsitzender des Vergabesenats im OLG Koblenz und dort auch wieder eine Betrachtung mit Teillosen. Das ist jetzt ein Zufall, auch wieder im Abfallentsorgungsbereich. Dort war die Konstellation, der Auftraggeber hat in vier Losen ausgeschrieben, hat vorab Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht, hat dazu so einen Durchschnittswert pro Einheit errechnet, das hochgerechnet auf das Gesamtvolumen seiner vier Lose und ist dort zu der linken Seite gekommen, seiner Kostenschätzung, also hatte die Grundkosten berechnet und einfach über die Menge der vier Lose hochgerechnet und gesagt, das hinterlegt, ich nehme an, dass ich ungefähr 18 Millionen bei der Ausschreibung zahlen werden muss. Dann haben die Bieter geboten, die drei ersten Lose liefen ganz hervorragend, besser als das, was der Auftraggeber sich erhofft hatte, landeten bei 12,6 Millionen. Im vierten Los hakte es etwas. Vierte Los hatte nur einen einzigen Bieter. Der Bieter hat anders kalkuliert und kam auf 5,6 Millionen. Deutlich höheren Einheitspreis. In Details muss man nicht gehen, das hatte durchaus auch eine Berechtigung, warum der bei einem höheren Ergebnis landete. Aber
Auftraggeber stand vor der Situation, dieses vierte Los ist für mich relativ unattraktiv, möchte ich nicht machen. Er hat eine Aufhebung gemacht, die Aufhebung versucht doppelt zu begründen, einmal zu begründen, ja, da haben sich die tatsächlichen Umstände geändert, ich konnte bestimmte Entwicklungen nicht absehen, das hat der Vergabesenat nicht abgenommen, auch schon die Vergabekammer nicht abgenommen, war eine konstruierte Begründung. Und die zweite Begründung war, das ist für mich unwirtschaftlich. Schon die Ergebnisse der ersten Lose hätten gezeigt, dass ich hier mit anderen Einheitswerten rauskommen kann. Ich hebe wegen Unwirtschaftlichkeit auf. Der Bieter in dem Verfahren ist Sturm gelaufen und hat gesagt, wie kann denn das sein? Ihr habt veranschlagt bei euch im Budget 18 Millionen, seid rausgekommen bei 18,25, das ist doch eine Punktlandung, da ist keine Unwirtschaftlichkeit. Entscheidung OL Koblenz in dem Fall, die sagen, ungeachtet Aufteilung in Lose, wir betrachten einen Auftrag, so heißt es ja auch im Gesetztext, auch wenn er in Lose aufgeteilt ist, als einen Auftrag. Es ist unabhängig davon, so schreibt es auch das Gericht, aus welchen Gründen Losaufteilung erfolgt ist oder nicht, dürfe es nicht zum Nachteil der Bieter gereichen. Dass hier eine Losaufteilung ist, macht eine Gesamtbetrachtung und sagt, auch wenn ihr in Lose aufgeteilt habt, wir gucken bei Wirtschaftlichkeit auf das Gesamtergebnis. Und wenn da keine Abweichung zu euren Erwartungen ist, dann könnt ihr nicht aufheben. Auch da wiederum, was mache ich daraus jetzt konkret als Auftraggeber und was mache ich als Auftragnehmer? Als Auftragnehmer in dem Fall freue ich mich ausnahmsweise mal, dass es etwas enger gefasst ist, die Aufhebungsgründe. Als Auftraggeber, glaube ich, ist schon weiterhin gut. Ich hatte den Eindruck, im Sachverhalt war es auch dort konkret schwächer unterlegt, als das andere Auftraggeber machen. Wenn ein Auftraggeber die Lose einzeln betrachtet wie eigenständige Aufträge, wenn er seine Wirtschaftlichkeitserwartungen auch losweise hinterlegt, wenn er in den Verfahren deutlich macht, welche Logik dort im Einzelnen liegt, glaube ich, sind trotz dieser Entscheidung, die sagt, wir schauen nur auf das Gesamtergebnis, erhöht man die eigenen Chancen, wenn man ein Einzellos aufheben will, dass dort eine Einzellosbetrachtung erfolgt. Ist im Übrigen ja auch bei anderen Aufhebungsgründen so. Das heißt, als Auftraggeber, was schließe ich daraus? Erster Punkt wieder, gute Dokumentation am Anfang, das Stichwort, das hier immer fiel. Schreiben Sie was Vernünftiges rein. Zweiter Punkt, schreiben Sie es losbezogen rein. Und dritter Punkt, freilich, das gilt immer, bevor man aufhebt, auch nochmal über die Begründung der Aufhebung besonders gut nachdenken. Vielleicht gibt es in der Tat da auch noch andere Punkte als die Wirtschaftlichkeit, die vielleicht immer ein etwas vorgeschobenes Thema auch sein kann. Wenn es dazu nicht unmittelbar Fragen, Anmerkungen, Kritik gibt, nächstes Thema, das ich mir ausgesucht habe, noch ein Schmankerl, das ist eine Entscheidung OLG Düsseldorf, Mai 2017. Alle, die hier mehrfach waren, diese Entscheidung ist in nahezu jeder Veranstaltung vorgekommen. Da geht es wieder um Heron, um die bewaffnungsfähigen Drohnen, die beschafft werden sollten. Ich habe dort nur einen ganz kleinen Aspekt rausgesucht, den das OLG Düsseldorf in der Entscheidung nochmal festgehalten hat. Die Konstellation von Ihnen schon gehört haben, erinnern sich, die Drohne, die aktuell von Deutschland genutzt wird, ist eine Drohne aus Israel, die allerdings von einem europäischen Unternehmen, das exklusiver Partner dieses israelischen Unternehmens ist, hier vertrieben wird. Das heißt, ein Europäer. Und der zum Zug kommen wollte, ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Vielleicht da die Besonderheit, typischerweise haben wir, glaube ich, in den Verfahren meist so, auch wenn sich US-Unternehmen bewerben die sich mit einer deutschen GmbH, einer deutschen Tochter, ähnliches. Dadurch hat man ein EU-Unternehmen, aber in diesem Fall war es das US-Unternehmen selbst. Da hat OLG Düsseldorf nur noch mal ganz klar gezogen,
ungeachtet aller Empörung über Billiganbieter aus China, über US-Anbieter, die vielleicht im Moment selbst aus einem etwas protektionistischeren Umfeld kommen, ungeachtet all dieser Umstände, die Antragsberechtigung und Teilnahmeberechtigung an deutschen Verfahren hat keine Verknüpfung zu, bin ich ein EU-Unternehmen oder bin ich ein Unternehmen aus einem Staat, der auch dem General Procurement Agreement beigetreten hat, sondern auch US-Unternehmen, chinesische Unternehmen können sich nicht nur beteiligen, sondern haben auch Antragsberechtigung vor den Vergabekammern und Nachprüfungsinstanzen. Was mache ich damit? Damit mache ich im Moment in der Tat nicht viel, können Sie als Auftraggeber nicht viel machen. Was Sie machen können, ist zum einen weiterhin die Märkte beobachten. Wenn Sie dort sehen, dass aus politisch sensiblen Erwägungen, aus anderen Erwägungen Nicht-EU-Teilnehmer schwierig sind, können Sie es nicht an der Teilnahme festmachen, sondern müssen da schon in die Leistungsbedingungen, Leistungsanforderungen, Ähnliches gehen. Das Zweite, was man konkret machen kann, politische Diskussion verfolgen. Es gibt ja im Moment gerade auf der europäischen Ebene Überlegungen, ob man diese Zugangsberechtigung zu deutschen europäischen Märkten nicht etwas enger fasst, etwas stärker einschränkt und nur den Staaten eröffnet, die wechselseitig uns auch die Zugänglichkeit zu ihren Märkten eröffnet haben. Das ist ein langer Weg. Also im Grunde kann man sich da keinen ganz konkreten Schluss draus ziehen. Dann letztes Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist eher eins aus dem Bereich Fristen, Prozesse, Verfahren. Konstellation war die, ging in dem Fall auch OLG Düsseldorf, auch eine Entscheidung von April 2017, ging um Ausschreibung ausbildungsbegleitende Hilfen, gab verschiedene Bieter. Ein Bieter bekam irgendwann das übliche Informationsschreiben. Wir haben Ihre Mühe sehr geschätzt, freuen, dass Sie mit uns im Gespräch bleiben, sich sehr beteiligt haben. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, Ihr Angebot war nicht das günstigste. Bieter ist enttäuscht, rügt sofort, schreibt zurück, zum einen widerspreche ich Zuschlagserteilung, weil dort Fehler in der Bewertung und Ähnliches passiert sind, kriegt daraufhin wieder ein freundliches Schreiben der Auftraggeberstelle, vielen Dank für Ihre Rüge, die werden wir prüfen, und kriegt daneben ein Schreiben, stimmen Sie bitte Verlängerung der Binde- und Zuschlagsfrist zu, einen Monat von jetzt, Bieter lehnt sich zurück und denkt, gut, die prüfen ja mal und bevor was passiert, höre ich schon was. Er hört in der Tat was, und zwar bekommt er hier mit Daten mal am 18. Juli sowohl die Mitteilung, wir haben nunmehr dem konkurrierenden Bieter den Zuschlag erteilt, und die Mitteilung, vielen Dank, wir haben Ihre Rüge nochmal geprüft, leider müssen wir mitteilen, da war doch nicht so viel dran. Der Bieter tobt jetzt, stürmt, braucht aber noch einige Zeit mit Rechtsrat und weiterem und entscheidet sich dann nach ein paar 20 Tagen Nachprüfungsantrag einzureichen. Das macht er auch. Abstände sind länger als 15 Tage, die man eigentlich bei Nichtabhilferüge abwartet, aber noch binnen der 30-Tage-Frist. Was sagt das OLG Düsseldorf dazu? OLG Düsseldorf sagt, die Frist für Nichtabhilfe nach der Rüge, die 15 Tage, hat eine ganz bestimmte Funktion. Die soll sehr kurz sein, damit ich nicht den Zuschlag verhindere, damit ich mir nicht etwas aufhebe. Dagegen, wenn der Zuschlag schon erteilt ist, spielt diese Frist und diese Funktion keine Rolle mehr, sondern dann schaue ich nur noch, es gibt nur noch die ganz wenigen Ausnahmefälle, dass ich nach Zuschlag noch eine Nachprüfung machen kann, zum Beispiel falsches Informationsschreiben, Zuschlag innerhalb der Wartefrist, Standstill-Periode und so weiter, und die allein ist maßgeblich. Deshalb nicht die 15-Tage-Frist, sondern die 30-Tage-Frist. Im Ergebnis allerdings sagt das OLG Düsseldorf dann,
Gut, zulässig ist dein Antrag gewesen, aber unbegründet nur die bloße Mitteilung, dass man prüft, dass man weiter nochmal reinschaut, dass man die Bindefrist verlängert, führt nicht dazu, dass ich nochmal das Erfordernis habe, ein neues Informationsschreiben zu setzen, ein neues erstes Zuschlagsdatum mitzuteilen. Und deshalb, lieber Bieter, hat dein Antrag in der Sache keinen Erfolg. Was nehme ich aus der Entscheidung mit? Auch da wieder Auftraggeberseite. Auftraggeber hat in diesem Fall alles richtig gemacht. Wichtigste Erkenntnis ist immer, wenn ich zuschlagen kann, dann mache ich die Sache einfach auch nagelfest. Also ungünstig wäre hier gewesen, erst den freundlichen Brief zurückzuschreiben. Wir haben nochmal geprüft, ist leider nichts dran. Nochmal höflich 3 Tage zu warten und dann erst zuzuschlagen. Also Erkenntnis des Auftraggebers immer, wenn jemand nur rügt, nur unzufrieden ist, aber nicht formal suspendiert, kein Nachprüfungsantrag, dann macht man Nägel mit Köpfen, dann macht man den Vertrag dicht und dann gibt es nur noch diese wenigen Chancen. Als Bieter Erkenntnis ganz klar, ist zwar hübsch, dass es diese 15-Tages-Frist mal gibt, ist hübsch, dass die manchmal länger ist, aber wichtigste Erkenntnis ist, ich muss dann meine Anträge stellen, wenn die Sache noch nicht fest ist, also bevor der Zuschlag erteilt ist. Genauso in die gleiche Richtung, wenn ich eine Rügeablehnung bekomme, natürlich nicht 15 Tage warten, wenn eigentlich die Wartefrist von 10 Tagen oder vielleicht verbleibenden 6 Tagen abläuft, sondern da schnell agieren. Ja, das sind die Themen, die ich mir ausgesucht hatte. Wenn es da Rückfragen gibt, andere Praxiserfahrungen, insbesondere eine Frage, die ich vielleicht von meiner Seite machen würde, hätte mit den rabattierten Verträgen, gibt es da andere Erfahrungen, gibt es eher Zurückhaltung bei den Auftraggebern im Moment, Rabattmöglichkeiten einzuräumen? Wagt keiner im Moment aus der Deckung, gut. Alle prima, dann geben wir erstmal an Herrn ja. Sommer weiter. Ja, also vielen Dank. Ein bisschen habe ich so den Eindruck, dass unsere Damen und Herren, die hier sitzen, so nach dem Motto, auf hoher See und vor Gericht sind wir in Gottes Hand, ändern können wir daran sowieso nichts und dann müssen wir mit dem leben, was da kommt. Gut, wie auch immer. Herr Sommer, bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, da müsste jetzt eigentlich noch eine neue Folie kommen. Ich kann ja schon mal anfangen. Als ich vor 3-4 Wochen meinen heutigen Beitrag vorbereitete und dabei dann auch die Folie erstellte, die ich da schon irgendwo sehe, da sah das Programm noch vor, dass ich diejenigen, die nicht jetzt unbedingt zu einem früheren Zug müssen, so etwa eine Stunde bei Laune halten soll. Das Programm wurde dann kurzfristig etwas geändert. Ja, da schon mal gut. Wie? Es wurde eigentlich geändert, damit jeder noch was dazu sagen kann, wenn er was dazu sagen möchte. Ich muss also eine Minute überbrücken. War relativ einfach. Und da hatte ich mir halt vorgestellt, diese 5 Themen, von denen ich dann annahm, dass die auf ihr Interesse stoßen könnten. Dann gab es die Programmänderung und der letzte Punkt, der ist schon abgehakt. Dazu nur eine Anmerkung. Man sollte nicht versuchen, in unsere Entscheidung irgendetwas reinzuinterpretieren, was nicht drinsteht. Ja, so. Die anderen 4 Themen wird die Zeit nicht für reichen. Ich habe jetzt einfach notgedrungen mal ein Thema vorläufig gestrichen, und zwar das allererste, und muss jetzt deshalb schnell vorspulen auf Folie 10, nämlich das Thema, wie halte ich es mit dem Auftragswert, Auftragswertberechnung bei Planungsleistungen. Die Situation kennen Sie ja wahrscheinlich, es ist eine klassische Ausgangssituation. Der Auftraggeber braucht ein neues Verwaltungsgebäude. Die geschätzten Planungskosten liegen in der Summe weit über dem Schwellenwert. Aber wenn man so einige Teilleistungen wie Tragwerksplanung oder Objektplan und isoliert betrachtet, dann ist man unter dem Schwellenwert.
Und dann steht natürlich, im konkreten Fall ging es um Tragwerksplanung, der Auftraggeber vor der Frage, was tun? Mache ich eine TED-Ausschreibung, also europaweit, wie man so schön sagt, oder geht die, ja, wie ich da geschrieben habe, die sehr freihändige Vergabe im Unterschwellenbereich. Da gibt es ja künftig den Paragraph 52 UFGO im Bund und in Hamburg demnächst schon in Kraft. Ansonsten muss man da immer sehen, was das Landesrecht draus macht. Und im konkreten Fall gab es allerdings noch eine Besonderheit, nämlich in den Vergabeunterlagen für die Tragwerksplanung stand dann Folgendes. Ziel ist was ganz Bestimmtes und dann kommen die Planungsdisziplinen der Tragwerksplanung, der technischen Ausrüstung und müssen lückenlos aufeinander abgestimmt und optimiert werden. Sie bilden eine Einheit ohne Schnittstelle. Das Letztere verstehe ich zwar nicht, aber das muss uns hier auch nicht interessieren. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Man kann die Planungsleistungen für Bauwerke grob in 4 Blöcke einteilen. Die können bei einem Bauvorhaben zusammentreffen, müssen aber nicht immer. Der Block 1, das ist die Objektplanung. Das macht so in Deutschland üblicherweise ein Architekt. Das muss in anderen Mitgliedstaaten der EU nicht so sein, diese Aufteilung. Dann haben wir die Tragwerksplanung. Das macht der Bauingenieur, der sich irgendwie ein bisschen mit Statik auskennt. Dann gibt es die Planung der Gebäudetechnik, macht in der Regel auch ein Ingenieur. Und dann haben wir noch die Planung der grünen Außenanlagen, dafür gibt es die Landschaftsarchitekten. Und für jeden Block gibt es auch spezialisierte Planungsbüros. Ja, es gibt wahrscheinlich einige wenige große, die alles anbieten, aber in der Regel gibt es da Spezialisten. Da stellt sich die erste Frage, sind das eigentlich getrennte Aufträge, zivilrechtlich ja, aber auch vergaberechtlich, oder sind das fachlose? Der Ausgangspunkt ist dann, erstens, das hat der EuGH vor einigen Jahren entschieden, so kommt man dann in die Zeitung, wer kannte vorher Niedernhausen, ja, auch für Planungsleistungen gilt der funktionale Auftraggeberbegriff. Das ist mal das Erste. Und spätestens seit dem Desaster hier mit dem Problembär wissen wir ja, dass ein architektonisch ansprechendes Flughafengebäude ohne funktionierenden Brandschutz keine Funktion hat. Ja, das gehört irgendwie zusammen. Das heißt, ein Bauauftrag, der umfasst immer alle Gewerke, die zur Fertigstellung des vom Auftraggeber gewünschten Bauwerks notwendig sind. Und dementsprechend erfolgt zwar eine Aufteilung in Fachlose, aber das gilt im Grundsatz auch für die Planung. Was für den Bau gilt, können Sie laut der Rechtsprechung übertragen. Ein Planungsauftrag umfasst alle Planungsleistungen, die notwendig sind, um das bauen zu können, was der Auftraggeber bauen lassen will. Und das bedeutet dann zunächst mal, Planungsgewerke sind fachlose. Ja, Objektplanung ist ein Fachlos, Tragwerkplanung ist ein Fachlos und so weiter und so fort. Darüber muss man sich zunächst mal im Klaren sein. Das sind keine völlig selbstständigen Dinge. Und jetzt sind wir bei der Rechtsgrundlage. Wir haben da den § 3 Absatz 7 VGV. Da steht jetzt drin, kann eine Dienstleistung zu einem Auftrag führen, der in Losen vergeben wird, dann ist zusammenzurechnen. Das ist die nationale Regelung. Die entsprechende Regelung, europarechtliche Grundlage, finden Sie im Artikel 5. Ist von Kleinigkeiten abgesehen genauso formuliert. Und dann gibt es im nationalen Recht dann den Satz 3, erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert, oder und so weiter, den maßgeblichen Schwellenwert, dann gilt Vergaberecht, Oberschwellenvergaberecht für jedes einzelne Los. Und das steht auch genauso in der Richtlinie. Das heißt, Richtlinie und nationales Recht sind deckungsgleich. Und dann gibt es eine Besonderheit im nationalen Recht, das ist der Satz 2,
Bei Planungsleistungen gilt das nur für Lose über gleichartige Leistungen. Und das ist das schwarze Loch des Europarechts, in dem diese nationale Regelung verschwindet. Ja? Und das bedeutet für Sie in der Praxis, meines Erachtens, entweder Sie dürfen diese Regelung erst gar nicht anwenden, oder sie ist europarechtskonform so auszulegen, dass gleichartig alles ist, was funktional zusammengehört. Der vermutliche Zweck, nicht nur vermutlich, dieser Regelung, dieser nationalen Regelung ist ja, dass man einerseits sagt und anerkennt, Objektplanung und so weiter und so fort, das sind zwar Lose, das ergibt sich aus dem Satz 1, aber sie sollen trotzdem hinsichtlich des Auftragswerts gesondert behandelt werden. Und das ist so etwas wie ein schwarzer Schimmel. Das geht nicht. Die andere Frage ist, jetzt haben wir da ja so eine komische Formulierung. Ist dieses Ziel mit der Formulierung gleichartige Leistungen sollen nur zusammengerechnet werden, überhaupt erreichbar? Da gibt es noch so die amtliche Begründung. Da heißt es ja, ob gleichartig heißt, hängt davon ab, wie ist das denn mit der wirtschaftlichen oder technischen Funktion? Sonderlich hilfreich ist das auch nicht. Denn wichtig ist ja, und das ist vom Wortlaut her eindeutig, es wird nicht auf den Leistungserbringer, sondern auf die Leistung abgestellt. Und die rein klassische Aufteilung, die wir sie in Deutschland haben, rechtfertigt es jetzt nicht zu sagen, was üblicherweise von einem Architekten gemacht wird, ist was völlig anderes als das, was üblicherweise von einem Ingenieur gemacht wird. Ja, das geht nicht. Das heißt, Leistungen sind nicht allein deshalb verschiedenartig, weil sie in Deutschland traditionell von verschiedenen Berufsgruppen erbracht werden. Das heißt, die technische Funktion der Tragwerksplanung besteht ja eigentlich darin, sicherzustellen, dass das, was dem Objektplaner so vorschwebt, doch tatsächlich irgendwie stehen bleibt. Ja? Das heißt, diese beiden Planungen sind ja irgendwie untrennbar miteinander verknüpft. Und dann haben sie eine technische, funktionale Einheit. Ja? Genau wie es in der amtlichen Begründung drin steht. Ich meine, die Herren aus dem Wirtschaftsministerium, die geben ja offen zu, dass sie hier einfach dem Druck von Lobbyisten ausgewichen sind, indem sie eine Formulierung wählten, die jeder hinein interpretieren kann, was er will. Ja. Gut, jetzt hatte sich das OLG München mit dieser Sache befasst und macht dann folgende Entscheidung. Sie schreiben dann da rein, es wird vertreten, dass die einzelnen Leistungsbilder verschiedenartig sind, also nicht zusammenzurechnen sind. Es bestehen aber Zweifel, ob diese Auffassung mit dem Unionsrecht zu vereinbaren ist. Das wird dann ausgeführt und dann machen sie eine ganz überraschende Wolte und sagen, darauf kommt es aber hier nicht an, weil der Auftraggeber ja selbst die Planungsleistungen als Einheit ansieht. Er hat nämlich selbst in den Vergabeunterlagen dokumentiert, dass er von einer funktionalen, wirtschaftlichen, technischen Einheit ausgeht. Wir sehen keine Veranlassung, das anders zu beurteilen, also ist das Ganze eine TET-Vergabe, ein Los, muss ausgeschrieben werden. Da vielleicht nur eine Anmerkung, ich finde das schade, dass sich das OLG München vor einer klaren Entscheidung gedrückt hat und den schwarzen Peter dann auch noch dem Auftraggeber zugeschoben hat, denn ob Teilauftragswerte zusammenzurechnen sind oder nicht, entscheidet nicht der Auftraggeber durch seine Vergabeunterlagen, sondern entscheidet das geltende Recht und im Streitfall das Gericht. Ja. Besonders peinlich ist das vielleicht hier deshalb, weil ja das Erreichen des Schwellenwerts auch eine Verfahrensvoraussetzung ist für den Zugang zum Nachprüfungsverfahren, das ist ohnehin von Amts wegen zu prüfen, also so hemdsärmlich sollte man das doch vielleicht nicht machen. Ja. Aber von mir aus, der Rat, wenn Sie nicht von der politischen Führung in eine andere Richtung gedrängt werden, dann rechnen Sie bei der Vergabe von Planungsleistungen alles zusammen
und gucken dann, dann heißt es ja auch immer, ja, es gibt so Kleinkram, den müssen wir ja auch europaweit ausschreiben, das geht doch nicht. Nee, sie haben noch immer noch bei Losvergabe dieses sogenannte 20%-Kontingent und damit kriegt man vielleicht auch den Gärtner oder andere ohne europaweite Ausschreibung beauftragt. Ja. Aber vom Ausgangspunkt her würde ich Ihnen diesen Rat geben und wenn Sie aus Rheinland-Pfalz sind, sollten Sie ihn auch beherzigen. Dazu Fragen? Keine, alle erschöpft. Nur eine Frage. Ich würde fast vermuten, OLG München hat diesen Weg deshalb gewählt, weil sich sonst die schwierige Frage stellt, hätten Sie es vorlegen müssen zu den europäischen Gerichten? Also wenn Sie der Auffassung sind, die Regelung des Satz 2 jedenfalls in Rheinland-Pfalz nicht anzuwenden, ist ja schwierig für die Anwender und die Gerichte. Ist schwierig, aber dann muss man halt den Weg der europarechtskonformen Auslegung wählen und sagen, was funktional zusammengehört, ist gleichartig. Dieser Begriff gleichartig hilft, der hilft nicht weiter, wenn Sie in ein Leistungsbild reingucken, Paragraph 34 HOAI, da finden Sie die unterschiedlichsten Leistungen. Ja? Sie können dann nicht sagen, dass die Mitwirkung einem Vergabeverfahren und die Grundlagenermittlung, dass das gleichartige Leistungen sind. Ja? Trotzdem soll das aber ein Block sein, der zusammengerechnet wird, während man Mitwirkung am Vergabeverfahren Rohbau und Mitwirkung am Vergabeverfahren Heizung, das soll dann nicht gleichartig sein. Ja, das ergibt keinen Sinn. Das ist das Problem dabei. Darstellung dieses Urteils. Ich befasse mich schon länger damit. Dieser Fall kommt aus Regensburg, wenn ich es so nennen darf. Ich auch, aber es ist nicht Stadt Regensburg. Ich frage mich, warum die Literatur oder warum das Bundeswirtschaftsministerium nicht, nachdem das jetzt so diskutiert wird, da deutliche Stellung bezieht. Sie haben ja angedeutet, die Herren geben zu, aber warum kommt da nichts Offizielles? Die wollen schlicht und einfach nicht. Die schreiben in Stellungnahmen, ja, wir sehen das teilweise so oder vielleicht. Das war ein Ausweichen, es gab Druck von Architekten, von den Gemeinden und dann hat man halt diese Regelung da eingebaut, so nach dem Motto, da seht mal zu, was er damit anfängt. Mhm. Ja, dann war Ruhe, die Lobbyisten waren zufrieden und jeder dachte, jetzt haben wir unser Ziel erreicht und so. Mhm. Ich darf dazu noch sagen, also in Bayern hat das Innenministerium gegenteilige Position bezogen und ihre nachgeordneten Behörden angewiesen, das gegenteilig zu sehen. Es ist natürlich jetzt für die Vergabestelle der Stadt Regensburg schwierig, zu sagen, wir machen es richtig. Also ich mache es auch richtig, da setze ich mich schon durch. Aber das Richtigmachen bedeutet ja wieder mehr Personal, weil das sind natürlich dreimal, viermal so viel VGV-Verfahren. Aber ich mache es trotzdem, weil ich will nicht dass die Stadt Regensburg die nächste Stadt Elze wird. Aber ich würde mich freuen, wenn da vielleicht doch noch mehr in die Richtung tendieren würde. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wird irgendein Vergabesenat das mal entscheiden müssen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ja, auf das hoffe ich. Vielen Dank. Gut. Punkt 2. Einmal noch kurz zu dem Fall, glaube ich, wichtig ist ja auch, dass es wirklich in letzter Minute ist ja die VGV noch dahingehend geändert worden, weil es war wirklich Lobbyisten, wie Sie schon gesagt haben. Und es ist aber auch bekannt, dass die Hinweise der Bundesministerien dahingehend, dass wenn EU-Mittel im Spiel sind, dass dann die Regelung nicht angewandt wird, ne? Weil da haben schon alle Angst, dass zurückgefordert wird, sodass ich sagen würde, also immer wenn EU-Mittel verbaut werden und verplant werden und in Ihrem Bezirk Koblenz wenden Sie es nicht an. Ne? Gut. Nächster Punkt. Das hier lasse ich jetzt mal weg, dass das mit Losvergabe und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob geplant ist vom Veranstalter, dass Ihnen diese PowerPoint irgendwann zur Verfügung gestellt wird. Gut. Das Schulnotensystem ist Ihnen ja bekannt. Ja, Schulnotensystem ist so eine Art Oberbegriff für Methode zur Bewertung von Zuschlagskriterien. Nicht nur, aber meistens Zuschlagskriterien mit Hilfe von Skalen, Begriffen und so weiter, die so
die man so oder ähnlich aus der Schule kennt. Ja, das sind dann... Ich gehe ans Mikro. Gut. Und häufig sind dann diesen Skalen noch in Anführungsstriche Erläuterungen beigefügt, die eigentlich einen sehr hohen Abstraktionsgrad und einen gegen Null gehenden Informationsgehalt haben. Ja, komme ich gleich auch nochmal drauf. Der Ausgangspunkt, das war hier so eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der erste Teil. Es wird bewertet Preis und drei Konzepte, das ist noch so in Ordnung. Und dann kommt dann auch noch sehr gut gibt 100 Punkte und das geht dann runter bis mangelhaft 0 Punkte. Und dann kommt die Erläuterung, das Konzept ist von außerordentlich hoher Qualität und überzeugt im besonderen Maße, ist dann sehr gut und unten unbrauchbar ist dann halt mangelhaft. Das heißt, vereinfacht gesagt, die Qualität ist sehr gut und wird mit 100 Punkten bewertet, wenn sie sehr gut ist. Ja? Und das waren so die Fälle, so ähnliche, die dann das Oberlandesgericht Düsseldorf zunächst ja, veranlasst haben zu sagen, das Ganze ist intransparent und das macht die Tür auf für willkürliche Vergabeentscheidungen. Und dann gab es ja dann die Einwände aus der Praxis, das sind ja bekannt, wir brauchen das Schulnotensystem für die Bewertung von Konzepten und so weiter. Was in Schulen, Universitäten und wo auch immer sich bewährt hat, kann doch im Vergabeverfahren nicht so falsch sein. Und wir können doch nicht den Bewerbern vorschreiben, wie die ihre Konzepte abzufassen haben. Dann können wir das Ganze auch lassen und einen reinen Preiswettbewerb durchführen. Ja, kann man so sagen. So, das Problem ist, wenn Sie sich selbst an Schule, Uni erinnern, es gibt einen riesen Unterschied und deswegen kann man das Ganze nicht 1:1 übertragen, denn in Ausbildungsstätten geht ja der Prüfung ein Lehr- und Lernprozess voraus. Und in diesem Prozess wird den späteren Prüflingen die Erwartungshaltung des späteren Prüfers vermittelt. Ja, da lernt man, bei der nächsten Mathearbeit kommt es nicht so sehr aufs richtige Ergebnis an, sondern darauf, dass man einen Lösungsweg entwickelt, darstellt und so weiter und so fort. Diesen Prozess, den gibt es im Vergabeverfahren nicht. Und an die Stelle dieses Lehr- und Lernprozesses müssen halt die Vergabeunterlagen treten. Wo macht man das mit dem Schulnotensystem? Macht man häufig bei einer teilfunktionalen Leistungsbeschreibung. Bei einer teilfunktionalen Leistungsbeschreibung kommt es aber immer zu einem Rollenwechsel. Das heißt, der Auftraggeber gibt ein Ziel vor und die einzelnen Schritte zur Erreichung dieses Zieles, die soll der Bieter beschreiben. Das heißt, der Bieter übernimmt einen Teil der Leistungsbeschreibung. Er beschreibt die Schritte, die aus seiner Sicht zielführend sind. Nun nennt man das dann nicht Leistungsbeschreibung, sondern Konzept. Das heißt also dann, der Preiswettbewerb wird ergänzt um einen Konzeptwettbewerb. Funktionale oder teilfunktionale Leistungsbeschreibungen lassen aber auch Qualitätsunterschiede zu. Und diese möglichen Qualitätsunterschiede sollen ja erfasst werden über Leistungs- und Ausführungskonzepte. Das heißt, der Konzeptwettbewerb ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Qualitätswettbewerb. Die Qualität ist aber ein abstrakt schillernder Begriff. Da versteht jeder was anderes runter. Es kommt aber darauf an, immer im Vergabeverfahren, was ist das wirtschaftlichste Angebot aus Sicht des Auftraggebers. Das heißt, er muss dann noch irgendwie zum Ausdruck bringen, was er unter Qualität versteht. Das heißt, er muss seine Hausaufgaben machen und es gilt dann genau das, was sonst auch gilt. Jedes Wertungskriterium ist mit konkreten, einzelfallbezogenen Angaben, sogenannten Unterkriterien und Unterunterkriterien, so zu beschreiben, dass fachkundige Leser verstehen, auf was es dem Bieter, dem Auftraggeber ankommt.
Und das gilt hier auch, und vor diesem Hintergrund muss man dann noch zwei Entscheidungen sehen, die wichtig sind. Das ist einmal der EuGH, der sagt, dem Transparenzgebot ist Genüge getan, wenn die Zuschlagskriterien, Gewichtung und so weiter im Voraus publik gemacht werden, dann weiß jeder Bieter Bescheid, um was es dem Auftraggeber ankommt. Eine Verpflichtung, die Bewertungsmethode vorab mitzuteilen, lässt sich weder den Richtlinien noch der Rechtsprechung des EuGH entnehmen. Zudem ist ein Freiraum zuzugestehen und dem öffentlichen Auftraggeber steht es frei, für die Bewertung eines der Zuschlagskriterien eine Skala zu verwenden, auch wenn diese nicht vorab auf den Bietern zur Verfügung gestellt wurde. Das sollten wir uns vielleicht auch merken. Allerdings muss es vorher fertig sein. Es muss sich später aus den Vergabeunterlagen ergeben, dass die Bewertungsunterlage vor Ablauf der Angebotsfrist schon da war. Also nicht, dass sie den Angeboten angepasst wird. So. Und auch der BGH hat das im Grunde genommen gebilligt. Ich will das jetzt auch ein bisschen kürzer machen. Es ging um die zwei Unterkriterien, nämlich wie will der Bieter Schwankungen im Sendungsaufkommen und Auftragsspitzen erfassen und bewältigen und wie will er effektive Leistung sicherstellen. Dann wurde noch beschrieben, was man unter effektiver Leistungserbringung versteht, zum Beispiel Sicherstellung der Zustellung in Häusern, wo geklingelt, aufgeschlossen werden muss. Oder was tun wir, wenn die Fahrzeuge ausfallen, wenn das Personal krank wird, bei Dauerregen, bei Eis und Schnee. Ein Reklamationsmanagement sollte geschaffen werden und Ähnliches. Und wie sieht das interne Qualitätsmanagement aus? Und das sollten die Bieter in Konzepten darstellen. Und da hat der BGH gesagt, das reicht ja vollkommen aus. Ja, wir haben hier eine teilfunktionale Leistungsbeschreibung. Die Bieter sollen beschreiben, wie sie bestimmte Ziele erreichen und bewertet werden soll, wie die das dann machen. Vorkehrungen dafür schaffen, dass trotzdem eine zeitnahe Zustellung erfolgt und wie sie halt sollen beschreiben, wie sie das alles leisten wollen. Und dann erfolgt die Wertung zwangsläufig in zwei Schritten. Schritt 1 ist, man guckt sich an, ob das, was der Bieter beschreibt, objektiv geeignet ist, überhaupt zur Zielerreichung beizutragen. Und in einem zweiten Schritt wird das Ganze dann entsprechend benotet. Und im konkreten Fall haben dann die Vergabeunterlagen genügend Informationen, damit ein fachkundiger Bieter weiß, was kommt es dem Auftraggeber an. Ja, immer Preis-Leistungsverhältnis aus Sicht des Auftraggebers. Er muss aber seine Sicht irgendwie darlegen. So. Und das Besondere ist dann aber auch, das können Sie sich dann nochmal durchlesen, nur der Satz, der wichtige ist, es gehört ja gerade zum Wesen von funktionalen und teilfunktionalen Leistungsbeschreibungen, dass halt eben nicht jeder Schritt vorgegeben wird, sondern dass das der Fantasie in Anführungsstriche der Bieter überlassen bleibt. So, und wichtig ist aber die Kehrseite, eine eingehende Dokumentation. Warum? Warum gibt es 3 Punkte und nicht 2 und nicht 5? Ja? Das ist jetzt die Kehrseite. Sie haben Freiheiten bei der Bewertung, aber es muss plausibel gemacht werden, warum eine bestimmte Punktzahl vergeben wurde. So. Also, Fazit vielleicht, Schulnotensystem ist nicht tot. Wenn der Auftraggeber seine Hausaufgaben gemacht hat, dann kann er sich zurücklehnen und abwarten, was denn so die Bieter an Konzepten liefern. Die Vergabeunterlagen können, müssen aber nicht inhaltlich so gestaltet sein, dass der Bieter seine Punktzahl im Voraus selbst ausrechnen kann. Und der Bieter muss auch nicht im Voraus genau wissen, was er eigentlich tun muss, um die bestmögliche Punktzahl zu erreichen. Die sollen sich anstrengen und nicht irgendetwas abschreiben. Ja? Und der Ex-Post-Transparenz, also der sogenannten Dokumentation, kommt dann ein hoher Stellenwert zu.
Das zu diesem Thema. So, noch ein Thema, immer wichtig, wie halten wir es mit Konzession oder normaler Auftrag? Der Fall ist eigentlich relativ einfach. Auftragsgegenstand ist die Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen, die bei Unfällen oder was auch immer mit Mineralölprodukten kontaminiert werden. Muss man ja sauber machen. Vertrag soll eine Laufzeit von 2 Jahren haben, Auftragswert 2,5 Millionen Euro. So, die Besonderheit, der Auftraggeber will sich nicht selbst mit den Verursachern rumärgern, sondern er tritt, ich glaube die Zivilrichter nennen, die Zivilisten nennen das Globalzession, er tritt alle Forderungen gegen die künftigen Schadensverursacher und deren Haftpflichtversicherungen im Voraus an den Auftragnehmer ab. Nur wenn der Verursacher nicht zu ermitteln ist, dann soll der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber direkt abrechnen. So. Ausschreibung in TET, ja oder nein? Das hing früher und heute davon ab, ob es eine Dienstleistungskonzession oder ein Dienstleistungsauftrag ist. Wir haben heute die Regelung, öffentliche Aufträge und Konzessionen sind in einem förmlichen Vergabeverfahren zu vergeben, aber dadurch ist die Abgrenzung nicht obsolet geworden, sondern eigentlich noch wichtiger als in der Vergangenheit, denn zwar ist das GWB und damit das ganze europarechtlich geprägte Vergaberecht auch auf Dienstleistungskonzessionen anwendbar, aber wir haben für Konzessionen einen viel höheren Schwellenwert. Ja, der liegt um den Faktor 25 über dem für Dienstleistungsaufträge. Ja, und das heißt hier mit den 2,5 Millionen Auftragswert, wenn es ein Dienstleistungsauftrag ist, sind wir im Vergaberecht, ist es eine Dienstleistungskonzession, sind wir nicht. Ja, und im Unterschwellenbereich ist die Dienstleistungskonzession in der UFGO nicht erfasst. So. Und dann gibt es noch ein Vergabeverfahren Light, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. So. Was eine Konzession ist, steht im § 105 GBB, müssen Sie irgendwann mal lesen. Wichtig ist, eine Konzession ist nichts anderes als ein öffentlicher Auftrag, der nur deshalb anders bezeichnet wird, weil es eine Besonderheit bei der Gegenleistung des Auftraggebers gibt. Ja, auf diese Besonderheit komme ich nochmal zu sprechen. Das war schön früher geregelt in der alten Richtlinie. Baudienstleistungskonzessionen sind Verträge, die von öffentlichen Aufträgen nur insoweit abweichen, als die Gegenleistung im Recht zur Nutzung besteht. Ja, das ist die einzige Abweichung. Sie brauchen also immer einen Auftrag. Und daran hat sich auch nichts geändert, obwohl das heute in dem § 105 nicht mehr so deutlich zum Ausdruck kommt. So, also die einzige Abweichung vom öffentlichen Auftrag besteht in der Gegenleistung. Die alleinige oder überwiegende Gegenleistung des Auftraggebers, den man dann Konzessionsgeber nennt, besteht darin, dass er das ihm originär zustehende Recht, die Leistung bzw. deren Ergebnis, also zum Beispiel ein Bauwerk, wirtschaftlich zu nutzen, auf seinen Vertragspartner überträgt. Das heißt, an die Stelle einer Zuwendung wie Werklohn oder was auch immer, die auf Dauer in das Eigentum des Vertragspartners übergeht, tritt die befristete Einräumung einer Erwerbsmöglichkeit durch Nutzen des Ergebnisses der Leistung. Kann mit einer Zahlung kombiniert werden, sind auch Einzelheiten. So, die Besonderheit hat aber zur Folge, dass der Auftragnehmer halt versuchen muss, durch die Vermarktung selbst auf seine Kosten zu kommen. Ja, deswegen trägt er in der Regel auch das wirtschaftliche Risiko. Das lassen wir jetzt auch mal weg mit dem Monopol. Einfach mal 2 einfache Beispiele. Baukonzession, Bauunternehmer errichtet im Auftrag der Stadt auf einem städtischen Grundstück ein Parkhaus. Als Gegenleistung erhält er keinen Werklohn, sondern die Stadt räumt ihm das Recht ein, dieses in ihrem Eigentum stehende Parkhaus 20 Jahre auf eigene Rechnung zu nutzen. Ja. Nutzungsrecht,
Eigentum bei der Stadt, Nutzungsrecht wird übertragen, erlauben, konzidieren, deshalb Konzession. Dienstleistungskonzession, kommunale Verkehrsgesellschaft beauftragt ein Unternehmen mit der Einrichtung eines Fahrgastinformationssystems, bildschirmgestützt, gezahlt wird nichts, sondern der Vertragspartner soll dieses System 10 Jahre lang betreiben und erhält das Recht, das Ganze auch noch als Werbeplattform zu vermarkten. Das ist eine Dienstleistungskonzession. So, was hat hier das OLG Naumburg jetzt in diesem Fall entschieden? Es liegt eine, nach altem Recht überhaupt nicht, nach neuem Recht wegen Unterschreitung des Schwellenwerts, nicht ausschreibungspflichtige Dienstleistungskonzession vor, weil der Auftragnehmer das zeitweilige Recht zur Nutzung der übertragenen Dienstleistung erhält und er das Betriebsrisiko trägt. Durch die Forderungsabtretung wird dem Auftragnehmer das Recht zur kommerziellen Nutzung der erbrachten Leistung eingeräumt. Und der Auftragnehmer trägt auch das Betriebsrisiko. Zwar stehen hinter den Schadensverursachern Haftpflichtversicherungen, aber es gibt möglicherweise Streit über die Höhe der geltend gemachten Kosten. Und der Auftragnehmer ist in den Risiken des Marktes ausgesetzt. Das ist ja auch so ein Kriterium für die Konzession, weil die Anzahl der Einsätze nicht verlässlich einzuschätzen ist und folglich offen bleibt, ob die Einnahmen, Kosten und so weiter decken. Hört sich auf den ersten Moment gut an. Aber ist das wirklich so richtig? Meines Erachtens legen die Kollegen aus Naumburg hier völlig daneben. Das Ganze hat mit einer Dienstleistungskonzession nicht das Geringste zu tun, sondern das Ganze ist ein Rahmenvertrag über eine unbestimmte Anzahl künftiger Dienstleistungsaufträge. Damit sind wir beim Schwellenwert 207.000 Euro und damit wäre auszuschreiben gewesen. Warum? Das Entgelt, auch bei einem normalen Dienstleistungsauftrag, muss nicht unbedingt eine Zahlung sein. Das kann auch die Übertragung eines anderen Vermögenswerts sein. Allein, dass eine Forderung abgetreten wird, bedeutet noch nicht, dass aus einem Auftrag eine Konzession wird. So. Ohne Übertragung eines Nutzungsrechts gibt es keine Konzession. Und was wird denn hier überhaupt genutzt? Die Übertragung eines Nutzungsrechts setzt voraus, dass es irgendetwas Nutzbares gibt, was man verwerten kann. Und zwar muss es das Ergebnis der Dienstleistung sein. Ja, das so steht das auch in § 105. Die Konzession setzt voraus, der Vertragspartner wird betraut mit der Erbringung und der Verwaltung einer Dienstleistung. So, nach der Reinigung, das ist die Dienstleistung, sind die Verkehrsflächen sauber und stehen damit den Verkehrsteilnehmern wieder zur Nutzung zur Verfügung. Die nutzen diese ganzen Verkehrsflächen aber unentgeltlich, vor allen Dingen zahlen sie nichts an das Reinigungsunternehmen für die Dienstleistung Reinigung. Ja, das sind die Nutzer. Und durch die Reinigung entsteht auch nichts, was der Auftraggeber oder nach Übertragung des Nutzungsrechts sein Vertragspartner verwalten und zum Zwecke der Verwertung auf dem Markt anbieten könnte. Ja, die saubere Verkehrsfläche ist nichts, was man vermarkten kann. Das heißt, es fehlt an einem Nutzungsrecht, das der Auftraggeber auf den Auftragnehmer übertragen könnte. Die Schadensersatzforderung hat mit der Erbringung der Dienstleistung überhaupt nichts zu tun. Die entsteht nämlich Kraft Gesetzes. Die entsteht unabhängig davon, ob überhaupt gereinigt wird. Ja, Sie kennen das ja vielleicht, Autoschaden, Beule, Sachverständiger sagt, Schaden 1.000 Euro. Diese 1.000 Euro bekommen Sie auch dann, wenn Sie beschließen, weiterhin mit dem verbeulten Auto rumzufahren und die 1.000 Euro in die Kneipe zu bringen. Ja? Das heißt, das ist ein, wenn man es überspitzt ausdrücken will, kann man hier sagen, die Geltendmachung der Schadensersatzforderung oder die Entstehung, die ergibt sich aus dem Schadensereignis. Genutzt wird hier das Schadensereignis und nicht das Ergebnis der Dienstleistung.
Und das ist auch nicht richtig, dass das Reinigungsunternehmen konzessionstypische Risiken trägt, denn das sind keine Unwägbarkeiten des Marktes, dass der Auftragnehmer nicht weiß, wie oft da was sauber gemacht werden muss, sondern das ist die Ungewissheit über den tatsächlichen Bedarf des Auftraggebers. Und das ist typisch für eine Rahmenvereinbarung, denn mit dem Abschluss des Vertrages sind diese Leistungen ja überhaupt nicht mehr auf dem Markt. Ja, sie sind halt für die Dauer der Laufzeit des Vertrages vollständig dem Markt entzogen und in der Hand eines bestimmten Unternehmens. Ja, also von daher aufpassen, nicht alles, was irgendwie oder irgendwas mit Erlaubnis oder so irgendwas auftaucht, hat was mit Konzession zu tun. Eine Konzession im Sinne des Vergaberechts setzt erstens voraus ein Auftragselement, mit allem, was ein Auftrag verlangt, ja, einklagbare Verpflichtung und. Und nur dann die Besonderheit bei der Gegenleistung, das, was durch die Leistung entsteht, darf normalerweise der Auftragnehmer nutzen, der Auftraggeber nutzen. Und jetzt sagt er, nee, ich will das nicht selbst nutzen, sondern nutzt du das auf eigene Rechnung. Dafür kriegst du von mir aber kein Geld, kein Werklohn oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt also, der Auftragnehmer wird deshalb zum Konzessionsnehmer, weil der Auftraggeber ihm konzidiert, erlaubt, Geld, was eigentlich dem Auftraggeber zustünde, in die eigene Tasche zu stecken. Daraus wird aus einem Auftrag eine Konzession. Ja? So, das müsste es sein für heute. So, wie gesagt, das hatte man alles heute schon. Vielleicht gibt es ja noch Fragen nach diesem erschöpfenden Darlegung. Gibt es irgendwo, also, alles klar? Gut. Alles klar. Gut. Also, nur das möchte ich nochmal, was ich eben schon mal gesagt habe, zur Kenntnis geben. Ja? Also, bitte. Also ich habe mich etwas an unsere frühere Veranstaltung heute Vormittag erinnert. Da haben die Vergabekollegen alle vorgetragen, sie müssten mehr Personal einstellen. Jetzt habe ich auch verstanden, warum sie mehr Personal einstellen müssen. Ja? Also es ist nicht ganz so, ich bin ja Ökonom, ich habe mich so ein bisschen erinnert an die juristische Vorlesung, die ich in meinem Studium auch genießen durfte. Aber wie gesagt, wir müssen oder wollen es, glaube ich, dabei belassen, weil sonst die Züge alle abfahren in das Wochenende. Vielleicht nur noch eine Bemerkung mit dem Personal, das stimmt schon. Es geht vielleicht wirklich nicht mehr, wie es immer noch aus Transparenzgründen oder was auch immer in manchen Kommunen, kleineren Verbandsgemeinden, wie es in Rheinland-Pfalz gibt, gemacht wird, dass man sagt, ja, ist ja korruptionsanfällig, nach 5 Jahren müssen wir immer das Personal auswechseln. Also wenn die Leute sich gerade eingearbeitet haben, so richtig in der Materie drin sind, wird ausgewechselt und dann wird derjenige, der bis gestern diejenigen verfolgt hat, die irgendwo illegalen Baum gefällt haben oder was auch immer, der wird dann ab Montag zum Spezialisten für Vergaberecht ernannt. Das sollte wirklich nicht mehr passieren. Ja, also es muss professionalisiert werden, aber dann ist das Ganze aber auch überschaubar, weil diese Sachen, die wir hier ja immer vortragen, das sind ja nur die pathologischen Fälle. Ja? 90% oder 95% aller Vergaben gehen ja völlig glatt über die Bühne. Das muss man ja auch immer sagen. Gewöhnung ans neue Recht fällt noch schwer. Auch da noch eine Bemerkung, oder nimmst du wirklich Schluss? Gucken Sie mal ins Gesetz. Naja. Gucken Sie mal ins Gesetz. Es steht im Gesetz mittlerweile drin, in der Bekanntmachung sind die Eignungskriterien und die Eignungsnachweise anzugeben. Ich habe mir vor ein paar Tagen mal den Spaß gemacht und in TED mir deutsche Ausschreibungen aus den letzten 4 Wochen angeguckt. Keine einzige Bekanntmachung entspricht dem geltenden Recht. Das soll es gewesen sein. Und jetzt
Vielen Dank. Also für mich hat Ihre letzte Bemerkung die Verwirrung noch vervollständigt. Aber etwas ernsthaft möchte ich doch sagen. Ich war ja mal im Wirtschaftsministerium für Vergaberecht zuständig als Nichtjurist. Nicht? Es wäre auch mal eine gute Idee, ob man nicht doch mal etwas intensiver über die Vereinfachung dieses Rechts nachdenkt. Ja? Das ist so eine Selbstbeschäftigung auch für Juristen geworden, wissen Sie? Und das finde ich ist so... Wenn Sie schon uns Fälle vortragen, und dann hat ein Gericht immerhin ja alles Volljuristen, nehme ich mal an, entschieden, und Sie sagen, ist eigentlich Unsinn, dann muss ich mich dann doch fragen, wo gibt es jetzt eigentlich objektive Gradmesser, an denen die Leute sich entlangarbeiten können, ist die Verwirrung am Ende vollständig und so wahnsinnig viel gewonnen haben wir dann eigentlich nicht. Denn Rechtsklarheit, die Rechtsanwendung wird ja nur funktionieren, wenn Sie auch ein ausreichendes Maß an Rechtsklarheit und Rechtsverständnis haben. Und wenn man daraus eine Wissenschaft macht, die in der letzten Verästelung sich dann irgendwann doch vielleicht auch mal irgendwann erschließt, das habe ich auch ehrlich gesagt den Juristen im Bundeswirtschaftsministerium seinerzeit also relativ deutlich gemacht. Leider war ich nur 2,5 Jahre da, sodass die Nachhaltigkeit dieser Überlegungen nicht so ganz zu Ende geführt werden konnte, Aber meine Empfehlung, wir nehmen das gerne zur Kenntnis, auch die Fälle, die Sie dargestellt haben, aber ich möchte Ihnen, wenn ich das so darf, etwas salopp doch mit auf den Weg geben. Nachdenken über diese Frage von Rechtseinfachheit und Klarheit wäre durchaus also des Schweißes der Edlen auch wert, so ähnlich natürlich wie das Verinnerlichen dessen, was Sie uns hier zu den Einzelfällen vorgetragen haben. Vielleicht können wir uns darauf einigen am Ende und mit dieser Botschaft dann vielleicht mit beiden Botschaften zurück ins Wochenende gehen. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre, bei den Referenten jetzt noch einmal und dann bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Lorenz hat mir mit auf den Weg gegeben, wichtige Dinge. Erstens den Dank, das habe ich erledigt. Zweitens hinzuweisen auf die nächste Beschaffungskonferenz im nächsten Jahr am 27. und 28. September. Diesmal aber nicht dann hier, sondern im Humboldt-Carré in Berlin. 200 Meter entfernt, überschaubar, kann man auch ohne, dass man das jetzt ins Vergaberecht einbinden muss, sozusagen ermitteln. Und das Dritte ist jetzt, damit Sie sich von all dem auch noch ein bisschen erholen können, bevor Sie dann auf Ihre Rückreise starten, gibt es draußen etwas zum Mittagessen und dazu herzliche Einladung. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg, ein erholsames Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.